Mehr Präsenz der NATO, aber auch der Bundeswehr. Das wünscht sich Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Bei einer Rede in der Deutschen Atlantischen Gesellschaft macht sie klar, Deutschland soll weiter ein verlässlicher Bündnispartner sein, aber man müsse auch seine eigenen Interessen verfolgen. Auch Deutschland hat eigene strategische Interessen. Und wie jedes andere Land dieser Welt hat es natürlich auch das Recht, diese Interessen zu formulieren und auch zu überlegen, wie man diesen Interessen gerecht werden kann. Um mit Bundeswehr und NATO handlungsfähig zu sein, müsse Deutschland seine Verteidigungsausgaben erhöhen. 2024 sollen es 1,5% des Bruttoinlandsproduktes sein, 2031 dann die von der NATO angestrebten 2%. Doch Kramp-Karrenbauer geht es weniger um die finanziellen Fragen. Ihr Ziel lautet, 10% aller Fähigkeiten der NATO sollten aus Deutschland kommen. Aus ihrer Sicht ein realistisches Ziel innerhalb der kommenden 12 Jahre. Aktuell steht die NATO allerdings vor Problemen, nicht nur durch die Kämpfe des Bündnispartners Türkei an der syrischen Grenze. Auch Frankreichs Präsident Macron hatte die NATO zuletzt als hirntot bezeichnet. Die Verteidigungsministerin hält das allerdings für übertrieben. Die größere Präsenz der Bundeswehr in der Welt muss Kramp-Karrenbauer nun aber noch den deutschen Soldaten beibringen. Gelegenheit hätte sie dafür schon heute bei einem Gelöbnis von 400 Rekruten in Berlin.